Da ist der Turm. Ja, ich glaube, ich spiele erstmal mit und betrete erstmal in Ruhe den Turm und dann von da aus können wir uns wahrscheinlich immer noch umsehen hier. Ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen Ausrüstung kriegen. Ne, Fernglas und sowas. Guck mal, da hinten, da. Steigt da Rauch auf? Oder ist das eine Wolkenformation? Dieser Turm, das wäre schon wieder gar nichts für mich, ne? Man kann durch die Stufen durchgucken. Das ist, spätestens da ist Ende im Gelände mit mir. Und dann alles aus Holz und man kann durchs Geländer durchgucken und oh Gott. Oh, sowas kann ich ja gar nicht. Ja, da war eine Tür, ich weiß. Ich wollte einmal außen rum gehen. Da haben wir Gas oder irgendwie sowas. Ist ja nicht verkehrt, vielleicht zu wissen, wo solche Sachen sind. Es gibt auch so ein Horrorspiel. Da sitzt man auch in so einem Turm hier. Da muss man über Funk jemanden durch den Wald zu sich hinlotsen und der wird von irgend so einem Ding gejagt. Wenn mir wieder einfällt, wie es heißt und wo ich es eventuell herkriegen kann, können wir das auch mal spielen. Das ist nämlich auch nicht lang, tatsächlich. So, schalte den Strom ein. Nehmen wir erstmal das Funkgerät. Wer weiß, vielleicht können wir ja gleich mit jemandem in Kontakt treten. Ein Waschbär. Ich habe einen Kiefernzapfen. Das mit dem Zurücklegen hat ja wunderbar funktioniert. Ist ein alter Holzofen. Einen Ofen haben wir auch, ein Kochbuch haben wir. Mensch. Staatsforstführer sind wir ja bestens ausgerüstet. Hier, da kann ja nichts mehr schief gehen. The Singular Mind von Dr. Jonas Allard. Nimm das, du Buch! Pflanzenwelt des Shoshone-Forsts. Und es ward Licht. Oh. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me. I'm going now. Just a second. Now it's my turn. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you.
I say you got fired from your job and have finally decided to write your no. Nein, ich wollte nur kurz. Das ist ja ärgerlich. Novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Sorry, ich wollte das Gespräch nicht unterbrechen. Ich wollte nachgucken, ob die Facecam irgendwie im Weg ist bei den Untertiteln, aber das Spiel pausiert sich selber, wenn man rausgeht. Ist ärgerlich. Moment, die kann mich sehen? Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Finde das runde Objekt. Ja, ja, ich, guck grad. Right in the middle of your room. Ja, 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 ja. Bleichmittel, Kaffeekanne. Na gut, melden wir erstmal den Kartentisch. You can't miss it. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Ich, das da? I need you to confirm. Do you see them? Das ist Feuerwerk, ja, das sieht sehr nach Feuerwerk aus. Aber man soll doch kein Feuerwerk machen. Oh, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Like, kick the shit out of them sort of straight? No, 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 no. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Ernsthaft? 1, 2, 3, 4... Secure. Ach, ich glaube, ich mag die Interaktion zwischen den beiden jetzt schon. So, ich würde tatsächlich mich ganz gerne hier erstmal umsehen wollen, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal das Feuer verhindern, wa? Kann ich denn meinen Rucksack mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Ach, er nimmt ihn automatisch mit. Okay, das ist hilfreich. Und auf geht's. Machen wir unseren Job. Ich frage mich, haben wir auch eine Karte? Oh ja, wir haben sogar eine Karte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, warte mal, das Feuerwerk war im Westen, ne? Also da irgendwo lang, richtig? Ja, ich glaube, ich bewege mich in die richtige Richtung.
Geräusch hier nebenbei, ne? Ich darf diese Kiste nicht übersehen. Wir brauchen ja anscheinend das Seil. Oh, okay, das ging schneller, als ich dachte. Die Kiste ist jetzt im Westen. Er ist ja gar nicht so groß, wie ich befürchtet habe. Das ist, da ist die Kiste, ne? Was haben wir hier? I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Oh, jetzt wird er schnippisch hier. Die sind am See, oder? Diese Feuerwerksmenschen. So. Ich weiß nicht. Kann ich mich noch an den Code erinnern? Der war so kompliziert. I found the supply box. Great. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Hey, what's the code again? 1234. A whole lot of them. Hey, what's the code again? 1234. A whole lot of them. Hey, what's the code again? 1234. Ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Sag mal, ist Delilahs Turm hier eigentlich auch eingezeichnet? Also das da ist unserer. Two Forks Lookout. Thoroughfare Lookout ist da oben im Norden irgendwo. So, hier gibt es die, da steht was, Adjacent Regions. Okay. Okay, machen wir erstmal das Ding auf hier. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, schreibe ich mir erstmal die Informationen ab. Was waren denn das für Informationen? Zeig mal. Okay, potenzielle Laufwege. Ach, guck mal, da unten Medizinrad. Da wäre ich jetzt schon versucht, da einmal hinzugehen und zu gucken, nach Süden. Ich meine, was soll schon passieren? Ja, ist doch nur ein bisschen Feuerwerk. Siebter 86. Hi Ron. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Gezeichnet Dave. People lose their shit doing this job. There's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you, Henry? I wasn't planning on it. So. Bewahre ich mir auf jeden Fall auf. People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Dann nehmen wir den Müsli-Riegel mit. Das ist unserer. Hm. Warum? I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake.
Nehmen wir das Seil mit. Machen die Kiste wieder zu. Ich würde sie ja gerne auch wieder versiegeln, aber ich darf wahrscheinlich das Schloss nicht wieder dran machen. So, da ist Süden. Ich ignoriere jetzt gerade mal den Weg zum See. Ich will mir dieses Medizinrad angucken. Wenn das da auf der Karte schon eingezeichnet ist. Das müsste ja hier gleich schon irgendwie kommen, oder? Der Richtung hier irgendwo. Da wieder hoch, ne? Wir haben eben schon gedacht, Moment, ich bewege mich auf das Feuerwerk zu. Das ist ja... I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Now, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Mir ist eine Idee gekommen, was ich machen könnte, wegen der Webcam. Eigentlich ganz simpel. Keine Ahnung, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. So, dann blockiere ich bestimmt keine Untertitel. So, das da ist dieser das Medizinrad, ne? Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Was mache ich mit dem Augensymbol da rechts? Okay, das Tab sind die Nachrichten. Die haben echt viel Feuerwerk dabei, ne? So, wenn ich jetzt schon mal hier unten bin, nee, da komme ich wahrscheinlich jetzt nicht hin, ne? 307 und 308. Einfach nach Süden nochmal weitergehe. Ich kann es ja versuchen, aber es sieht nicht so aus, als ob es hier weitergeht, oder?